Tja, also von Pommes Mayo wird man fett und von Genshin-Guthaben wird man arm, aber nicht fett. Was ist nun besser? Hallöchen. Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig hier anfangen soll, aber ich glaube, man nennt das Vlog und ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem ersten Vlog. Ich bin Ina und im Internet auch unter Ina, The Gaming Unicorn, bekannt. Also bekannt. Und ja, ich wollte mal ein paar Vlogs machen. Habe ich ein bisschen schlau gemacht, was man da so macht oder machen kann. Und ja, ich habe meine Community mal gefragt, ob sie denn irgendetwas von mir wissen möchten, was sie vielleicht noch nicht wissen. Und heute werde ich mal ein paar Fragen vorlesen und dann hoffentlich auch beantworten können. Und ja, die erste Frage lautet, wer sind deine besten Freunde? Also, ich habe ein paar beste Freunde, oder ich könnte schon sagen beste Freunde, weil ich definiere beste Freunde als Menschen, auf die du dich wirklich blind verlassen kannst. Und da habe ich tatsächlich ein paar in meinem Leben. Klar, über die Jahre tauscht sich das immer ein bisschen aus, das ist klar. Das kennt sicher auch jeder von euch. Ne, also ich glaube, in dem seltensten Fall behält man einen besten Freund von Kindheitstagen bis zum Erwachsenen-Dasein. Aber ja, ich werde die Namen jetzt nicht nennen, aber ich habe beste Freunde und ich weiß nicht, vielleicht ist das damit die Frage jetzt nicht richtig beantwortet, aber ich sag mal, eine Handvoll Leute kann ich blind vertrauen und mich immer auf die verlassen. Ja, die zweite Frage: Was bringt dich sofort dazu, jemanden zu mögen? Gute Frage. Das kann unterschiedliche Gründe haben, aber ich glaube, ein Grund, der mich auf jeden Fall sofort dazu bringt, jemanden zu mögen, ist, wenn derjenige mich zum Lachen bringen kann. Ja, doch. Also wenn derjenige mich auf jeden Fall sofort zum Lachen bringen kann. Ja, und wenn man direkt mitbekommt, dass man irgendwie die gleichen Interessen hat. Manchmal findet man das super, super schnell heraus, finde ich. Und dann merkt man, man ist direkt auf einer Wellenlänge. Und dann mag ich diese Person auch total gerne. Es gibt, aber das kennt ihr bestimmt auch, dieses Phänomen, ihr seid irgendwie in einem Raum, auf einer Party oder im Klassenraum, whatever. Und eine Person betritt den Raum und diese strahlt irgendwie eine komische Aura für euch aus. Und ihr wisst sofort, nee, von der Person lasse ich mal die Finger. Das habe ich auch oft tatsächlich. Und zu 90% ändert sich das auch nicht, nachdem ich diese Person kennengelernt habe. Die meiste Zeit bestätigt sich das tatsächlich. Aber nochmal kurz, um die Frage nochmal ganz kurz zu beantworten. Wenn derjenige mich zum Lachen bringen kann, dann finde ich diese Person sehr sympathisch und mag sie dann erstmal. Also, ne? Es ist ja, ich mag sie dann. Die dritte Frage. Ey, Alde, was magst du lieber? Pommes Mayo oder Genshin-Guthaben? Ich glaube, ich weiß, wer diese Frage gestellt hat. Pommes Mayo oder Genshin-Guthaben? Tja, also von Pommes Mayo wird man fett und von Genshin-Guthaben wird man arm, aber nicht fett. Was ist nun besser? Die scheiß Genshin-Sucht. Ich nehme das Genshin-Guthaben. Scheiße. Die nächste Frage lautet: Bist du aktuell in einer Beziehung? Ja, bin ich. Ich bin seit 2019 glücklich verheiratet. Als nächstes, nenne die, auf die du dich immer verlassen kannst. Das ist zwar keine Frage, aber ich habe ja bei der ersten Frage schon beantwortet, dass ich eine Handvoll Freunde habe, wo ich wirklich sagen kann, auf die kann ich mich immer verlassen. Und deswegen würde ich sie auch unter meine besten Freunde deklarieren. Und das kann ich da auf jeden Fall sagen. Aber auch hier werde ich jetzt hier keine Namen nennen. Die Leute wissen, wer gemeint ist. Oder sie wissen, wenn sie gemeint sind. Was hast du gemacht am letzten Wochenende? Wir haben jetzt Mittwoch, den 4. August. Und letztes Wochenende hatte ich Geburtstag tatsächlich. Am Sonntag bin ich 33 Jahre alt geworden. Wir haben ein bisschen gefeiert. Ich hatte ein paar Gäste. Es gab Cheesecake am Stiel. Am Stiel. Der war übrigens ziemlich nice. Und wir haben Burger gemacht.
Es war ein bisschen ungewohnt, jetzt in der aktuellen Situation wieder Gäste zu Hause zu haben. Aber wir haben so gut wie möglich die Hygienerichtlinien oder Hygieneregeln bedacht und befolgt. Wir waren auch alle durchgeimpft. Deswegen, also, wir sichern uns dann schon so ein bisschen ab. Aber ich fand es trotzdem schön, dass ich mal wieder ein bisschen feiern konnte. Die nächste Frage: Wie magst du deinen Burger am liebsten? Das ist eine sehr gute Frage, denn ich esse gerne Burger. Vielleicht auch, weil mein Mann auch sehr gerne Burger isst. Ich mag meinen Burger am liebsten durchgebraten auf jeden Fall mit frischem Salat, Tomate, Käse und Bacon. Welche ist deine Lieblingsfarbe nach Pink? Hä? Ich verstehe die Frage nicht. Warum Pink? Pink ist doch nicht meine Lieblingsfarbe, oder? Ich mag kein Pink. Nach Pink, uff, würde ich tatsächlich so Türkis sagen, weil das sehr gut zu Pink passt. Vielleicht deswegen. Nächste Frage. Spicy question. Warst du schon mal kriminell? Ja. Ich habe als Kind damals, frag mich nicht, warum ich das gemacht habe, aber wir waren im Obi und ich habe im Obi was geklaut. Und das waren einmal Heftzwecken, glaube ich, und einmal so eine Haken mit Disney-Figuren dran zum Ankleben, also um zum Beispiel Handtücher aufzuhängen. Und die Sachen habe ich mitgehen lassen, hat niemand gemerkt. Dann habe ich die in mein Nachttischchen gelegt und versteckt und da lagen die dann einfach. Ich habe damit nichts anderes gemacht. Die lagen einfach in meinem Nachttischchen. Und dann irgendwann hat meine Mutter die gefunden und meinte dann: Wo hast du die her? Ich habe die doch gar nicht gekauft. Ich habe sowas nicht gekauft. Wo ist das her? Ja, und dann habe ich gebeichtet, dass ich die geklaut habe. Und dann musste ich am nächsten Tag mit meinem Vater zum Obi fahren, beim Filialleiter oben ins Büro. Und habe mich persönlich entschuldigen müssen. Leute, das war eine Lektion, das habe ich danach nie wieder gemacht. Ich weiß nicht, wie alt ich war. 7 vielleicht? 7 oder 8? Irgendwas so um den Dreh. Das Schlimmste daran war, dass der Filialleiter von dem Obi ein paar Jahre später, als ich in die Schule gegangen bin, in der Nachbarsstadt, Filialleiter vom Seifenplatz war. Seifenplatz, weiß ich gar nicht, ob das noch jemand von euch kennt, war so eine Drogeriekette. Und in der Stadt hatten wir einen Seifenplatz. Und dann war ich da einkaufen. Ich habe da öfters mal so Geschenke gekauft. Und dann sehe ich auf einmal wieder diesen Filialleiter von früher, der in dem Obi gearbeitet hat. Und jedes Mal, wenn ich da einkaufen war, hatte ich Schiss, dass der mich erkennt. Dass der erkennt: Oh, das ist ja die, die damals im Obi die Sachen geklaut hat. Da müssen wir aufpassen. Aber der hat mich nie angesprochen. Also keine Ahnung. Maybe hat er mich wieder erkannt. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Aber ja, ich war schon mal kriminell. Leute, macht das nicht. Nicht klauen. So, nächste Frage. Meinung dazu, wenn Leute andere wegen ihrer Figur verurteilen? Schmutz. Also andere wegen ihrer Figur zu verurteilen, finde ich einer der schlimmsten Dinge, die man als Mensch machen kann. Ich meine, natürlich ist der erste Eindruck sehr stark geprägt vom Äußeren, weil wie willst du das denn auch anders bewerten, die Person? Weil du kannst ihr nur vor den Kopf gucken, ja, und nicht in ihre Seele. Du weißt ja bei dem ersten Mal, wo du eine Person triffst, weißt du ja nicht, wie die tickt. Du siehst ja erstmal nur das Äußere. So, also bleibt dir ja erstmal nichts anderes übrig, als zu sagen oder dieses Empfinden zu teilen, dir ist diese Person sympathisch auf den ersten Blick oder nicht. Das ist normal, sage ich jetzt mal, dass man erstmal hat man keine andere Wahl. Aber jemanden wegen seiner Figur zu verurteilen, zu sagen, nur weil du jetzt viel zu, also in deiner Meinung nach, viel zu dünn bist oder zu dick oder zu groß oder zu klein, bist du jetzt ein schlechter Mensch oder so. Also das fällt ja auch schon unter Mobbing und das erfahren auch viele Kinder und Jugendliche ständig jeden Tag in der Schule und im Internet und das ist einfach scheiße. Ich habe das selber auch erlebt. Ich wurde in der Schule oft wegen meiner Figur gemobbt. Ich war nie gärtenschlank, hatte auch immer meine Probleme. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals mal so zufrieden war mit meiner Figur. Ich habe immer irgendwie versucht, durch Sport oder irgendwelche Diätprogramme daran zu arbeiten, aber
hat nie so richtig gefruchtet, sag ich mal. Naja, ich weiß, wahrscheinlich war das auch deswegen, weil ich immer gedacht habe, ich muss einem Ideal entsprechen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht man ja, was sowas mit einer Person machen kann. Und ja, deswegen. Schmutz, solche Leute, die das machen. Hast du schon mal in der Dusche Pipi gemacht? Ja, also... Ja, habe ich. Was war dein erotischstes Erlebnis? Oder das ist eine sehr pikante Frage. Muss ich die jetzt beantworten schon? Mein erotischstes Erlebnis. Ich überlege gerade. Ich hatte viele erotische Erlebnisse, muss ich gestehen. Da müsste ich, glaube ich, erstmal ein bisschen länger drüber nachdenken. Vielleicht werde ich diese Frage ein anderes Mal beantworten. Die nächste Frage lautet, glaubst du an Liebe auf den ersten Blick? Nein. Nee. Glaube ich nicht tatsächlich, denn ich meine, was war das denn? Frosch in meinem Hals. Ich meine, mein Ehemann und ich sind das beste Beispiel, dass es nicht unbedingt Liebe auf den ersten Blick sein muss, um seinen Partner fürs Leben zu finden. Ich finde es krass, wenn Leute sich das erste Mal sehen und direkt wissen, das ist der fürs Leben. Respekt, Hut ab. Ich glaube da nicht dran, denn man muss sich erstmal ein bisschen kennenlernen, man muss sich beschnuppern. Und oftmals, so wie ich jetzt vorhin sagte, dass man ja wirklich nur beim ersten Blick kann man einem Menschen nicht in die Seele schauen. Man kann sozusagen erstmal, man verliebt sich im Grunde genommen ja dann erstmal in das Äußere. Ja? Und was ist, wenn die Person dann auf einmal ultra scheiße ist? Also, man will ja nicht die Katze im Sack kaufen, Leute. Nächste Frage. Was könnten Menschen an dir kritisieren? Tja, vieles tatsächlich. Ich bin nicht perfekt. Und solange die Kritik konstruktiv ist, nehme ich sie auch gerne an. Ich bin manchmal vorlaut. Ich rede manchmal, bevor ich denke und würde das dann am liebsten oftmals wieder rückgängig machen. Ich bin oft launisch und zickig. Gut, ich mache auch manchmal dumme Sachen, da hilft dann auch keine konstruktive Kritik. Da könnte man mir dann einfach nur eine Kopfnuss geben als Strafe. Aber ich habe auch meine Macken. Und es ist auch schwierig, tatsächlich damit teilweise umzugehen. Deswegen bin ich halt froh, dass ich so tolle Freunde habe und so ein tolles Umfeld, auch eine tolle Familie, die das genau wissen, wie ich ticke. Und die mir das dann nicht direkt krumm nehmen, wenn ich mal so meine 5 Minuten habe. Die wissen dann ganz genau, okay, Ina ist heute nicht gut drauf. Die meint das jetzt nicht böse, wenn die so ist, wie sie ist. Also klar. Welcher Mensch ist schon perfekt, an dem man nicht Kleinigkeiten finden könnte? Also ich meine, man muss jetzt ja nicht suchen, um Gottes Willen. Ne? Du musst nicht bei einer anderen Person ständig nach irgendwelchen Fehlern oder Sachen suchen. Aber es passen nie alle Menschen mit allen anderen Menschen zusammen. Ne? Das merkt man auch in so einer Community zum Beispiel. Du hast nie den Fall, dass sich alle mit allen verstehen. Du hast immer ein paar dabei, die können sich nicht riechen. Ganz normal. Muss man leben. Kann man akzeptieren, kann man respektieren. Man geht sich aus dem Weg und gut ist. So, das habe ich wieder zu sehr ausgeholt. Tut mir leid. Nächste Frage. Wo kommst du her? Oder wo kommst her? Ich komme vom Niederrhein. Ich wohne an der holländischen Grenze. Ja, ich bin aufgewachsen in der Nähe von Venlo, aber auf der deutschen Seite am Niederrhein. Und jetzt wohne ich immer noch am Niederrhein, aber an einer anderen Stelle. Nächste Frage. Tipp, wie man eine Freundin dazu ermutigt, auf ein Date zu gehen. Wie man eine Freundin ermutigt. Also, das ist ja ein bisschen abhängig davon, wie die Freundin tickt. Wenn die Freundin rumjammert, sie würde niemanden finden und sie ist so alleine und sie möchte mal wieder jemanden haben oder sucht körperliche Nähe oder was auch immer, dann weiß ich nicht, was man da noch ermutigen muss, weil diejenige hat es ja schwer nötig, jemanden kennenzulernen. Was hält sie denn dann auf, das nicht zu tun? Sie steht sich ja dann selber im Weg. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man jemanden erst ermutigen muss, auf ein Date zu gehen, dann will die Person doch eigentlich nicht wirklich, oder? Oder? Dann will die doch nicht wirklich. Wenn man Bock hat, jemanden kennenzulernen, weil man den gut findet, dann ist das doch das Erste, was man dann versucht irgendwie klarzumachen. So, hey, lass mal treffen, will ich besser kennenlernen und so. Hier so Dinge machen. Also, keine Ahnung.
Also ich finde es halt schwierig, jemanden zu ermutigen. Also entweder diejenige hatten oder derjenige, obwohl so, hier wird ja von einer Freundin gesprochen, diejenige hat so ein geringes Selbstwertgefühl, dass sie sich gar nicht mehr traut, irgendwie andere Leute kennenzulernen. Da muss man sie vielleicht halt ein bisschen bestärken, so hey, du bist super und freu dich doch, dass du jemanden kennenlernen kannst und hey, du warst jetzt so lange allein und sagst, du möchtest jemanden haben. Let's go. Ja, du kannst ja schlecht mitgehen als Freundin. Das wäre total awkward. Wobei, ich überlege gerade, ob ich das nicht auch mal gemacht habe, dass ich mich mit jemandem im Kino getroffen habe, den ich vorher noch nie gesehen habe, weil ich den im Internet kennengelernt habe. Und dann bin ich mit einer Freundin aber dahin gefahren und die saß dann weiter hinten im Kino und hat mich da nicht aus den Augen gelassen. Ich glaube, das war einmal der Fall. Ich weiß nur gerade nicht mehr, welche Freundin das war, die mit mir da mitgegangen ist. Ist aber schon ewig her. Das war kurz nach dem... Nee, da war ich, glaube ich, sogar noch in der Schule. Ich hatte aber schon meinen Führerschein, aber es muss irgendwie 11., nee, Quatsch, 12. Klasse gewesen sein oder so, glaube ich. Mit 18, keine Ahnung. Ja, also wie gesagt, ich finde es halt ein bisschen schwierig, jemanden ermutigen zu müssen, um auf ein Date zu gehen, weil derjenige muss das ja wollen. Und wenn er das nicht will, dann bringt es auch nichts, den zu überreden. So. Wir sind auch schon mal am Ende. Das ist die letzte Frage, die mir jetzt hier auf Telonym angezeigt wird. Stell dir vor, dein Partner wäre durch dein Handy gegangen. Was würdest du tun? Also du meinst, dass der einfach hier durch mein Handy scrollt und dann in meine WhatsApp oder in meine Chatverläufe guckt? Da hätte ich kein Problem mit. Ich würde nichts tun. Ich habe hier nichts zu verheimlichen. Tatsächlich, also... da würde ich mir keine Sorgen machen. Es gibt aber bestimmt Menschen, die hätten damit ein Problem, wenn der Partner in ihr Handy guckt. So, ja, ich habe jetzt erstmal keine weiteren Fragen mehr bekommen. Es waren jetzt auch schon viele, die ich beantwortet habe. Ja, mein erster Vlog ist damit fertig. Ich hoffe, ich habe die Fragen so gut es geht für euch beantwortet. Ich habe jetzt auch einfach frei Schnauze geantwortet, einfach so frei raus. Und ich habe noch ein paar Pläne, was die Vlogs angeht. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Abo dalasst und einen Daumen hoch gebt. Am Wochenende kommt nämlich noch ein Kumpel vorbei und dann werden wir nämlich unsere Süßigkeitenbox probieren und uns dabei filmen. Seid also gespannt, was noch so hier passiert. Also ich habe noch ein paar Pläne, was die Vlogs angeht. Ich habe jetzt auch so einen tollen Gimbal hier am Start. Hier ist das Ding. Damit kann ich auch noch Dinge tun. Also freut euch auf den kommenden Content. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, die euch brennend interessieren, dann schreibt sie in die Kommentare. Hier, ja, klimpert da ordentlich was rein. Ich verlinke euch aber auch nochmal den Telonym-Link. Da dürft ihr natürlich anonym auch gerne Fragen stellen, wenn ihr euch nicht traut, euch zu erkennen zu geben. Und dann werde ich, wenn ich wieder genug Fragen zusammen habe, nochmal ein Question-Video oder wie nennt man das? FAQ-Dinge über mich drehen. Also seid gespannt und vielen Dank fürs Einschalten und bis bald. Tschüss.